Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Folge hier, Turkade. Operation Marsch, Saison 2.6. Ja, Wasserkurs prüfen, ob das funktioniert. Und dann geht gleich los mit Weiterkalken für Feld Nr. 3, 2, 15. Je nachdem, was wir gerade am Weg sind. Mal schauen, und dann werden wir mit Diesel herfahren, ne? Für Kies weg. Schon mal Gas, ne? Dreck fliegt. Müssten wir bei Gelegenheit hier mal befestigen, eine Straße bauen. Ich habe hier den Kurs ein bisschen verändert. Hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Natürlich nahm er sich den Kurs, der eigentlich zum Ausweich gedacht ist, gedacht war, dass die anderen vorbeifahren konnten. Nee, er musste auch da lang fahren. Und dann habe ich das auch kurz geändert. Hoffen wir, dass ich hier die anderen Fahrzeuge vorbeikommen nachher. Gut, er lässt mal was ab. Ich denke mal, wir müssen hier ganz kurz ändern. Diesen Punkt nach rechts verschieben. Falls die anderen mal fahren würden mit Kies und mit Sand, dann kommen die auch klar. Dann gucken wir gleich nach dem Lager, wie es aussieht. Ob schon Zement genug da ist, beziehungsweise da was machen könnten. Aber ich denke mal nicht, dass wir noch ein bisschen arbeiten lassen könnten. Sand und Kies ist sehr voll. Leerpalette 83.000, ja, müsste auch reichen, Papier auch. Zement haben schon 200.000 drin. Ansonsten Steingrau, Steinrot, je. Knapp 64.000, ja, kann man sagen. Gut, dann das läuft hier erstmal. Dann nehmen wir den grünen mit zurück. Den Anhänger brauchen wir hier nicht. Weil für die kleinen Sachen, da muss man halt keine großen Traktoren verwenden. Ne? Kleine Anhänger macht es auch. Lass ich mal eine Runde mehr fahren. Das passt schon. Warum soll man hier so einen großen Fahrzeug verwenden? Das ist ja wirtschaftlich nicht relevant. Ne? Der ist der lang, der kleine. Den fahren wir. Der ist ja für Raps gewesen. Raps, Hauptlage, Dieselproduktion. Den werden wir gleich mal einstellen. Der kann dann auch hinfahren alleine und weiterhin fahren. Ich gehe dessen mal. Ich konnte nichts mehr machen. Aber den Gedanken hatte ich gerade gehabt. Na, jetzt kommt der andere und na gut, er fährt weiter. Er hat sich nicht wehgetan. Ja, den Augenblick habe ich gedacht, na, zur richtigen Zeit. Machst du das? Bums. Macht er dann entsprechend. So. Ich wollte hier noch hier Feld 3. Können wir weitermachen. Der Zeon ist auch fertig. Ja. Weiter vorbereiten. Gras mähen. Aber erstmal Feld 4 Kalken. Ne? Ich meine, gut. Das Kalken ist nicht so tragisch. Nur mit Pflegebereifung ist vom Fahren her ungünstig, deswegen machen wir jetzt alles, bevor er darf gerne noch eine Wachstumsstufe fahren. Also Wachstum darf ruhig einmal gehen, würde keinen Schaden verursachen, aber ungünstig wäre das natürlich, wenn wir jetzt so Feldhof, Entschuldigung. So, okay, Kalk für 2. Erstmal den alten Kurs löschen. Kursgenerierung für 2. Rundherum. Ja gut, 18 Meter. Zurück. Löschen. Kursgenerierung. Gehen wir auf 20. Das reicht auch. Und ersten Wegpunkt. Da helfen wir ein bisschen, sonst wird sonst extrem ja, stark wenden wollen. Ne? Und das vermeiden wir jetzt. Ist einfach nicht der Platz dafür, große Manöver hier. Und dann würde er nämlich ohne Zweifel in den Graben reinfahren. Das muss ja nicht sein. So, ansonsten Zirion. Hat er alles gemacht.
mit Kalkron alles. So. Die Wiese wäre fertig. Überlegen. Jetzt Serion. Ist da gekuppert? Ja gut, da soll der Getreide rein, ne? Auf 44 und auf 54 Getreide später. Da war ja Raps und Getreideaussaat. Datum. Wir haben jetzt frühen Herbst. Ne, das ist noch so früh. Wir fahren jetzt zurück zum Hof. Wir können ihn auch natürlich auf 15 fahren lassen. Das wird auch gehen. Oder auf 3. 3 ist größer. Nochmal 3. Farmerfeld 3. Müssen wir vorher entlassen. Ne? Noch hat ja unser Abfahrer das hier Regie. Auf zu Feld 3. Unsere Wiese auch genug Kalk. Jetzt kann die mal wachsen. Vielleicht können wir noch mal einmal mähen. Vielleicht. Mal sehen. Schau mal, ne? Ja, Freitag, es kommt nämlich zur Angewohnheit. Freitag alle Fragen aufnehmen für die Marsch. Ich hab's in der Woche einfach nicht gepackt. Ich wollte das eigentlich so 3-4 Folgen pro Tag Minimum. Ich hab's gestern nicht mehr gemacht. Also war irgendwie so stark müde, dass ich sagte, nö, jetzt heute, das bringt nichts. Hätte zum so nicht geschafft, also 4 Folgen wären dann vielleicht gestern noch reell gewesen. Von der Zeit her. Küche und so, ne? Ist ja leider auch zu machen. Macht mir ja keiner. Aber wie gesagt, ist irgendwie. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Die Frühjahrsmüdigkeit ist, ich weiß es nicht. Kann es mir nicht erklären. 100%ig morgen früh, wenn ich hellwach und kann nicht schlafen, weil ich dann das frühe Aufstehen gewohnt war. Ist halt so. Aber dann mache ich das Beste draus, heißt ich erst noch Frühstück und dann beginnt das mit Hochladen. Ne? Bearbeiten natürlich auch. Ne? Das kann ich natürlich auch vormittags machen. Die ersten 7 Folgen sind schon fertig bearbeitet. Dann heute, Freitag. Habe ich schon rüber gemacht. Ah, unser Rapsfahrer. Ach, ich wollte noch Diesel fahren zur Fabrik. Wir werden nochmal auf 3. Auf 3 mit Kalken beginnen. Er holt sich allein nach. Und dann ist hier so ein Kalkstaub oder ist hier so ein Staub an sich? Das ist so trocken. Ich weiß auch nicht. Wovon? Also 10% hat ihm angezeigt gehabt. Nach dem Regen. Mittlerweile wird das schon nicht mehr wahr sein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was mit dem Wetter los ist, ob das, von woher die Daten er hat, ob der das reelle Wetter genommen hat, was aktuell war. Es war ja sehr trocken 2 Jahre lang. Ne? Das ist ja, ob das hier auch trocken wird. Ich sag mal, jetzt haben sie eigentlich recht gut Wasser gekriegt, ne? Egal wo. Was haben wir hier für eine Feuchtigkeit? Ich weiß ja, pH-Wert ist hier perfekt. 9%. Ist egal. Du kriegst hier erstmal eine Kalkrunde gefahren. Aber in der Mitte ist nicht ordentlich. Ah ja, okay. Das ist auf jeden Fall Kursgenerierung. Das Gute ist ja jetzt dabei, er macht das 30 Meter. Nicht 30 Meter bei Dünger, ja, aber noch nicht bei Kalk. Bei Kalk 20, 19, 18, 20. Das ist ein ganz anderer lass ihn was tun. So. 9 F1, normalerweise dürfte ihn, na doch, knallt auch 3 Tonnen rein.
Ah, da nicht mehr, okay. Ist auch richtig so, ne? Also, er hat den Wert erreicht, passt. Dann kann er den Rest eher in der Mitte noch machen. So. Ich wollte zum Hof gehen. Da wollte ich den Fendt übernehmen. Und den Diesel hinfahren. Den Fendt. Junge, den Fendt. Und den einen wollte ich nehmen. Das ist Güllefass, den hellgrauen. Habe ich hier keinen Dieselfass? Das weiß ich jetzt nicht genau. Fendt. 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 Wie recht schnell der Traktor, da kann man gut fahren. Ein Mistfahrer fährt er noch? Weiß ich nicht. Deichfluss drüben, ne? Ich wollte ja auch noch Dings fahren. Lass mich überlegen. Dings, Dings, Dings. Hat's vergessen. nee. Rapsfeld, die Wiesen vorbereiten. Erstmal fahren wir Raps. Der hat Wasser drin. Wasser ist gut. Wohin damit? Das ist gut für den Diesel, sag mal so, ne? Wasser. Ach, Farmer Dings hier zum. Klar, der hat Wasser gefahren. Stimmt ja. Wir fahren zur Brauerei. Da ist der grob in der Ecke. Wasser geben wir ab. Aber echt. Das geht nicht. Wasserfass. Und dann Diesel reinkippen. Junge, das ist ja, die, das ist ja der vorprogrammiert, dass der Filterzug geht, ne? Gut, hier in dem Fall nicht, aber ne, dann nehmen wir doch einen orangen Tank. Den kaufen wir uns ja entsprechend. Das war der Fahrer, bin ich Junge. Ich muss nur die Halle einstürzt hier. Dann haben wir den Scheiß hier, dann haben wir Salat hier. Also eine Halle kostet ja auch anfangsweise kein Geld mehr. Das ist ja auch ein paar Stahlträger und dann ein paar Blechplatten drauf. Klar muss es gemacht werden, aber das wird ja alles maschinell hergestellt, denn also in großen Stückzahlen. Ohne groß. Gründung überwacht. Gut, die Arbeiten, das dauert auch nicht lange. Das Fundament wird errichtet. Ausbacken der Fundamente, dann wird man da eingeschalt. Betoniert, die Bolzen werden entweder hinterher angeschraubt oder also gebohrt und eingeklebt oder gleich mit einbetoniert. Das ist an sich kein Problem mehr. So, Anhänger, Universaltank, und zwar ein großer. Konfigurieren. Universal. Das ist im Grunde egal, ne? Silo ist für Mehl, ne? So, Hauptfarbe. Wir nehmen Hauptfarbe. Fendt. Glas. Zwar wegen Sprit. Da gibt es schon orange Farbe, nennt man so, ne? Nehmt immer Breitreifen. Kaufen. Da steht er. Zurück. Dann brauchen wir noch einen Dolly. Hier habe ich sogar mehrere Dollys. Weil ich sagte, ich brauche für Thüringen Dollys. Felgenfarbe, das passt. Das passt genau, was ich haben will. Breitreifen. Gut.
Kugel. Das war ein Traktor, glaube ich, egal. Kann beides nehmen. Kaufen. Zurück. Auch da kann es sein, dass wir immer sagen, okay, wir lassen jetzt einfach so fahren, öfters mal automatisch. Aber das wird ja so viel nicht sein. Ich möchte ja später auf dem Hof einen Dieseltank haben, also einen eigenen Tankstelle mäßig. Und da ist es ganz gut, wenn wir da Fahrzeuge separat für Diesel haben, ne? Die man farblich erkennen kann, ne? Darum geht's ja. Und hier kannst du auch Gülle und Benzin oder Wasser reinknallen. Aber gedanklich gesehen ist das immer in meinen Augen besser. Es ist so wie es ist, man halt mit der Gedanke Milch und später Gülle und dann wieder Milch. Na, so sauber kriegst du gar nicht gewaschen. Auch wenn du einsteigen kannst mit dem Kärcher, alles abspritzen und so. Nee. Das machen wir nicht, ne? Wir wollen hier keine Fettgewicht nehmen noch. Machen wir zurück. Wir nehmen noch ein Fettgewicht. Schön grün. 900er. 1600er. Also wir haben doch hier Fettgewicht gerade gesehen, ne? John Deere. John Deere. Fan. 2,5 bisschen fett. 1008. Ja, großer LKW. Sag mal so, ne? John Deere. Fan Classic. Zurück. Wo steht er? Hinter mir. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss, ciao, ciao. Immer ein dickes Dankeschön und fleißig reinschauen. Jo, morgen geht es hier weiter. Hier bei der Beinersackkette und Kopf bei LS19, Blockade irgendwo in Thüringen. Noch ein Fehler. Der Marsch. Sag mal tschüss. Es reicht. Tschüss, ciao, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Bis morgen. Wenn Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.